nicht einigen. Und der wurde nun einfach mal auf morgen Vormittag vertagt. Ganz genau so ist es. Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft, dass man sich dann endlich auf eine neue Führung verständigen kann. Der Imageschaden für die EU ist jedenfalls gewaltig, das kann man wohl sagen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der findet ganz deutliche Worte: Wir haben heute versagt. Das zähe Warten wird wohl bis Dienstag weitergehen. Vorher können die 28 Staatenlenker wohl kaum einen neuen Kompromissvorschlag als Lösung präsentieren. Wir wollen natürlich ein möglichst hohes Maß an Konsens erreichen. Wir wollen, dass diejenigen, die als Spitzenkandidaten angetreten sind, auch in der zukünftigen Kombination und Verantwortlichkeit eine Rolle spielen. Bisher ist der Sozialdemokrat Frans Timmermans aus den Niederlanden als neuer EU-Kommissionspräsident im Gespräch. Die konservative Bulgarin Kristalina Georgieva könnte den Posten der EU-Ratspräsidentin übernehmen. Der belgische Regierungschef Charles Michel, ein Liberaler, würde Außenbeauftragter werden. Manfred Weber sollte als Ausgleich das Amt des EU-Parlamentspräsidenten bekommen. Nach Medienberichten wird auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für den Posten der hohen Beauftragten der EU für Außenpolitik diskutiert. Das Personaltableau soll das Verhältnis zwischen Ost- und Westeuropäern, Frauen und Männern und den verschiedenen Parteifraktionen wahren und auch in diesen Tagen eine Einigung bringen. Wenn wir aber jetzt übers Knie irgendetwas brechen würden, was halt gar nicht möglich war, und anschließend 5 Jahre mit unüberwindbaren Spannungen im Europäischen Rat leben, dann wird man uns fragen, warum hattet ihr nicht noch mal einen Tag Zeit und konntet einmal zwischendurch schlafen? Eigentlich war Manfred Weber aus Bayern mit den meisten Stimmen als Sieger aus der Europawahl hervorgegangen. Doch für eine ausreichende Mehrheit des EVP-Spitzenkandidaten hat es weder damals bei der Wahl noch jetzt beim EU-Sondergipfel gereicht. Deshalb hatte die Kanzlerin vor Tagen ein Personaltableau ins Spiel gebracht, in dem Weber nur noch als EU-Parlamentspräsident vorkam. Dafür gab es scharfe Kritik, vor allem von den Polen und Ungarn sowie auch aus dem eigenen konservativen EVP-Lager. Auf welches Amt sich Manfred Weber nun freuen darf, bleibt mindestens bis Dienstagmittag unklar. Dann soll weiter hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Christina Lewinski verfolgt den Marathon für uns in Brüssel. Christina, stundenlang hat man zusammengesessen, keine Einigung gefunden. Was soll denn da morgen anders werden? Ja, Lena, das war sicherlich der entlarvendste Satz auch der Bundeskanzlerin bei ihrer Pressekonferenz. Genau das wurde sie ja gefragt und sie hat gesagt, naja, wenn man das wüsste, was man bis morgen anders macht, dann hätte man ja jetzt heute auch gleich weitermachen können. Also das spricht dafür, dass man im Prinzip momentan überhaupt nicht weiß, was sich dann bis morgen ändern soll, außer dass man dann vielleicht ausgeschlafen, ausgeruht und frisch an die Sache rangeht und der ein oder andere vielleicht mit sich nochmal ins Gebet geht, was man möglicherweise bis morgen dann für Positionen verändern könnte. Wir wollen mal reinhören, wie die Bundeskanzlerin das Ganze vorhin verargumentiert hat. Ja, unentwegt gab es Forderungen. Geografische Ausgewogenheit, Geschlechterausgewogenheit. Ich meine, wir haben formal über eine Position zu entscheiden. Über eine einzige, nämlich den Vorschlag an das Parlament für den Kommissionspräsidenten. Wissend, dass im Parlament damit auch verschiedene weitere Folgerungen verbunden sind. Aber es gibt Länder, die sagen, ich mache das diese Entscheidung nur, wenn ich auch weiß, was dann für den hohen Repräsentanten das bedeutet und für den Ratspräsidenten. Und da gab es sehr, sehr viele Vorschläge, aber die haben eben alle noch nicht so zusammengepasst, dass man sagen kann, das ist eine Mehrheit. Wenn wir wüssten, was sich bis morgen ändern soll, dann hätten wir ja heute weitermachen können. Also wir denken einfach, dass wir mal eine Pause brauchen und dann vielleicht neue Einsichten haben. Ja, Christina, neue Einsichten, aber da gab es auch Gelächter. Aber der Flurschaden, der Imageschaden für die EU, der ist doch schon wirklich riesig. Denn eigentlich sollte das doch dieses Mal schneller gehen und das Vertrauen in die EU gestärkt werden. Das funktioniert ja gar nicht, oder? Ja, wir haben total versagt und das Bild ist ein sehr schlechtes, das wir heute von Europa abgeben. Das waren die sehr nüchternen Worte von Emmanuel Macron, zum Beispiel dem französischen Staatspräsidenten, nachdem dieser Gipfel dann jetzt vertagt wurde auf morgen 11 Uhr. Und auch insgesamt hat das sogenannte Blame Game begonnen, also die Schuldfrage, warum das Ganze jetzt heute erstmal so gegen die Wand gefahren ist. Und da heißt es aus Kreisen, aus den Spitzenkreisen, dass Ratspräsident Donald Tusk komplett überrascht wurde von diesem sogenannten Osaka-Deal, der ja auch als Sushi-Deal bezeichnet
wurde, nämlich dass man eben am Rande des G20-Gipfels in Japan besprochen hat, wie so ein möglicher Deal denn aussehen könnte. Und als man dann hier gestern gestartet ist, dachte Donald Tusk, dass es sehr viel mehr Unterstützung für diesen Deal, den ja Angela Merkel und unter anderem Emmanuel Macron unter sich besprochen hatte, geben würde. Aber Stichwort Unterstützung, die gab es eben auf zwei Seiten nicht. Einmal nicht in der EVP, also unter den Christdemokraten, der Aufstand sehr viel größer, wo man eben gesagt hat, man will als Wahlgewinner überhaupt nicht diesen Top-Job des Kommissionschefs aufgeben, schon gar nicht eben an die Sozialdemokraten. Ja, und der andere sozusagen Handlungsstrang ist ja, dass der Visegrad-Staaten, also die Osteuropäer, die auch gesagt haben, wir wollen Timmermans nicht unterstützen. Er spaltet die EU. Hintergrund sind natürlich die Rechtsstaatsverfahren, die eingeleitet worden waren gegen Polen und Ungarn. Ja, und auch an diesem Widerstand scheint es ja heute die ganze Zeit gehakt zu haben. So zumindest hat es ja die Bundeskanzlerin immer wieder ausgedrückt. Sie sprach von großen Ländern in Osteuropa. Sie sprach aber von einem weiteren großen Land, und das war Italien. Christina Lewinsky über Sushi-Deals und lange Nächte in Brüssel. Und morgen geht's weiter. Danke dorthin. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling von der SPD zieht sich zurück und will nicht mehr an der Spitze der nächsten Landesregierung stehen. Erst in der Nacht hatten sich die SPD, Grüne und Linke auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Es ist die erste rot-grün-rote Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland. Sieling erklärte seinen Rückzug mit der historischen Schlappe für die Sozialdemokraten bei der Bürgerschaftswahl. Stärkste Kraft wurde die CDU. Die bezeichnete Sielings Rückzug als peinlich. Ja, mehrere Waldbrände in Deutschland breiten sich rasend schnell aus. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern wüten die Flammen. Hunderte Menschen mussten seit heute Morgen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Es gilt dort Katastrophenalarm. Mittlerweile sind 4 Hubschrauber von der Bundeswehr und der Bundespolizei beteiligt an den Löscheinsätzen, auch auf einem früheren Truppenübungsplatz. Und das ist wirklich eine besondere Herausforderung, denn dort schlummert im Boden hochexplosives Material. Dicke Rauchschwaden über dem brennenden Waldgebiet. Das Feuer bedroht inzwischen die Ortschaft Trebs nahe des Truppenübungsplatzes Lübten. Die Flammen sind mittlerweile auf 800 Meter an die Siedlung herangekommen. Zu gefährlich ist die Lage geworden. Soweit, dass wir evakuiert werden, und jetzt packen wir unsere Sachen und fahren los. Und das ist so, Angst ist das, ne? Und man kann nicht so einen riesengroßen Schießplatz haben und irgendwie kein Gerät. Man hat kein gutes Gefühl. Man sieht halt nur die Rauchschwaden und weiß nicht, kommt oder kommt's nicht. Inzwischen stehen fast 500 Hektar Wald in Lübten in Flammen. Bereits 4 Ortschaften mussten evakuiert werden. Insgesamt rund 900 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Darunter auch 100 Kinder eines Ferienlagers. Das Problem: auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern liegt Munition allen Kalibers dicht unter der Erdoberfläche. Die Feuerwehr muss einen Sicherheitsabstand von 1 Kilometer halten. Nur ein Löschpanzer der Bundeswehr kommt dichter an das Gebiet heran. Inzwischen hat sich der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern aus dem Hubschrauber ein Bild von der Lage gemacht. Die Lage ist ausgesprochen ernst. Die Fläche ist groß. Die Brandsee ist bekannterweise munitionsbelastet. Und deswegen ist der Einsatz der Feuerwehrkräfte ausgesprochen schwierig. Wahrscheinlich im Laufe des Tages noch zunehmender Wind wieder, der die Situation überhaupt nicht vereinfacht. Rund 100 Kilometer südlich in Bitkau in Sachsen-Anhalt griffen die Flammen am Nachmittag auch auf Wohnhäuser über. Dichte Rauchschwaden hingen den ganzen Tag über dem Gebiet. Ein 1000 Meter langer Schlauch pumpte Wasser aus der Elbe zum Feuer. Inzwischen ist dieser Brand unter Kontrolle. Auch in Brandenburg stand Wald in Flammen. In Ferch bei Berlin konnten die Einsatzkräfte zum Glück verhindern, dass sich ein Waldbrand ausbreitet und größeren Schaden anrichtet. Und dennoch gilt in ganz Brandenburg weiterhin die höchste Waldbrandwarnstufe. Die herrscht auch in Lübten. Hier gilt es, Leib und Leben der Einwohner zu retten. Mit dem Löschen des Brandes rechnet hier heute niemand. Die Fläche, die brennt, weil wir können sie nicht wie einen normalen Waldbrand löschen. Und wir hoffen jetzt, dass die Hubschrauber, indem sie die nicht brennende Fläche wässern, vielleicht eine Ausdehnung eindämmen. Aber mehr wird auch, denke ich, nicht passieren, weil das ist einfach alles zu trocken durch die letzten Tage. Einwohner im 300 Kilometer entfernten Bundesland Sachsen haben besorgt Brandgeruch wahrgenommen. Er stamme aus Lübten, so die Feuerwehr. Inzwischen sind mehr als 350 Kräfte von Feuerwehr, THW und Polizei im Katastrophengebiet im Einsatz. Und es sind weitere Kräfte angefordert. Und Paul Wöhlmann, der ist für uns direkt im Katastrophengebiet in Lübten. Paul, wir haben es jetzt Nachmittag, Montagnachmittag. Wie haben sich denn die Einsatzschwerpunkte im Laufe dieses Tages entwickelt oder verändert?
Also man ist tief in den Wald vorgedrungen jetzt als Feuerwehr. Wir waren gerade noch dort. Die Schwierigkeit ist vor allem, das Wasser eben dorthin zu bekommen. Das geht vor allem auf zwei Wegen. Der eine Weg ist eben durch die Luft. Hier kommen Helikopter an und schöpfen eben das Wasser aus diesem improvisierten Tank, wenn man so möchte, ab und fliegen dann über das Gebiet und lassen es ab. Die anderen Wege sind zum Beispiel auch solche Tanklaster, die dann auch in die Regionen gefahren werden. Dort macht man dann auch ähnliche Auffangbecken und dann versucht man einfach von dort auch vom Boden zu wässern. Aber das geht nur in den Bereichen, wo es eben keine Munitionsbelastung gibt und das sind die wenigsten. Insofern kann man hier versuchen, das einzudämmen, aber gerade dort, wo eben immer wieder Detonationen, Explosionen auch zu hören sind, dort darf man sich nicht nähern und das haben wir auch schon gerade gehört im Beitrag. Da ist so eine gewisse Hilflosigkeit auch bei den Einsatzkräften, weil man da es leider auch brennen lassen muss. Und Paul, wenn wir dann hören, dass die Flammen wirklich heute kaum in den Griff zu kriegen sind, was bedeutet das? Müssen noch weitere Menschen, weitere Gebäude evakuiert werden in den nächsten Stunden? Was ist da vorgesehen? Also man evaluiert hier die Situation wirklich minütlich quasi. Auch vor allem die Frage nach dem Wind. Im Wald selbst waren wir auch und haben gemerkt, dass der Wind fast noch stärker war, als das hier der Fall war. Und der Wechsel auch auf die Richtung, das ist unheimlich schwer einzuschätzen. Also es ist nach wie vor so, dass die Bevölkerung, die umliegende Bevölkerung alarmiert ist. Wir waren gerade auch bei einer Notfalleinrichtung hier in einer Turnhalle, wo ein paar untergekommen sind. Und die sind natürlich völlig schockiert. Sie wissen nicht, wann sie zurück können, weil das auch im Moment einfach keiner vorhersehen kann. Und das ist eigentlich auch das Hauptproblem, dass es einfach völlig unabsehbar ist, wo das Ganze endet. Der Einsatz bleibt höchst kompliziert und schwierig. Dankeschön, Paul Willmann nach Lübten für diese Informationen. Und wir bleiben noch beim Thema Waldbrände. Marie Pschibilla ist bei uns im Studio. Marie, vor allem der Osten ist betroffen, nicht nur Lübten. Das zieht sich über mehrere Gebiete. Woran liegt das, dass es im Osten so oft auch Waldbrände gibt? Das können wir uns mal angucken. Ich habe nämlich mal eine Karte mitgebracht von eben den aktuellen Waldbrandstufen. Da sieht man wirklich ganz gut auch die Teilung innerhalb Deutschlands. Was wir hier sehen, eben in diesem schönen Violett, das ist eben wirklich Stufe 5, also die höchste Waldbrandstufe, die es überhaupt gibt. Auch hier ringsum die 4. In Rot, das ist eben ebenfalls sind natürlich gefährliche Gebiete, das ist noch etwas geteilt, aber eben gerade dieser besonders riskante Bereich in der 5, also hier vor allem hier oben liegt auch Lübten, also gerade das, wo wir das größte Feuer aktuell von ganz Mecklenburg-Vorpommern haben. Aber woran liegt das eigentlich? Man muss generell erstmal sagen, dass 95% der Waldbrände, die entstehen, weil der Mensch einwirkt. 5%, die sind ungefähr nur so auf Blitzschläge zurückzuführen, aber 95% eben wirklich der Mensch, das geht von der weggeworfenen Zigarettenkippe bis zum Streichholz, aber eben auch teilweise sogar landwirtschaftliche Maschinen, die durch ihren Funkenflug eben auf den Stein treffen und dann eben auch wieder so einen Waldbrand auslösen. Gucken wir uns vielleicht mal die Bodenbeschaffenheit an, denn bei diesem Index, da ist natürlich so etwas wie Temperatur zählt damit rein, Luftfeuchtigkeit, aber eben natürlich auch so etwas wie, wie verbreitet sich eigentlich dort das Feuer? Und da müssen wir jetzt einmal uns das nächste Bild angucken. Wir sprechen ja eben von Waldbränden, das heißt gerade hier sehen wir also einen schönen Laubwald und normalerweise grünes Material, also lebendige Pflanzen, sind natürlich schwer zu entzünden, aber vor allem das, was wir hier eben hier in diesem unteren Bereich sehen, dieses tote Laub, totes Material, das erkennt man immer daran, dass das braun gefärbt ist und das sind eben gerade dann die neuralgischen Punkte, das heißt solche Waldbrände, die entstehen nicht etwa irgendwo im Baum, sondern eben immer am Boden. Da braucht man gerade mal bloß 300 Grad Celsius und schon geht das eben los, also das heißt relativ schnell. Und nun sind allerdings Laubwälder nicht so gefährdet, denn Laubwälder, die wachsen auf Böden, die sind sehr humusreich, die können eben sehr viel Feuchtigkeit speichern. Das ist ganz anders, wenn wir in die Nadelwälder gucken. Und da kommen wir eben genau zu dem entscheidenden Punkt, warum es diesen großen Unterschied gibt zwischen dem Süden, dem Westen Deutschlands und eben diesem Osten, der jetzt gerade besonders gefährdet ist. Und das ist eben die Waldbeschaffenheit, denn da haben wir vor allem Kiefernwälder. Kiefernwälder wachsen auf sandigem Boden und bei sandigem Boden, da kann noch so viel Regen fallen, bis der Boden das speichert. Das passiert quasi nicht, sondern das Wasser entrinnt direkt und dementsprechend haben wir eben dort die große Trockenheit, die große Dürre. Das haben wir im letzten Jahr schon gesehen und das zieht sich eben in diesem Jahr auch wieder weiter. Und wenn wir uns einmal nochmal die Karte angucken von den Waldbrandstufen, da muss man sagen, das sind eben Karten, die gelten nicht für einen ganzen Monat, sondern vom Deutschen Wetterdienst werden die jeden Tag angepasst, weil natürlich die Witterung auch ganz entscheidend ist. Das heißt, wie viel Regen fällt, wie
viel Wind kommt, denn die berechnen nicht nur ein, wie schnell kann sich das entzünden, sondern auch wie schnell oder wie leicht kann das gelöscht werden. Und dementsprechend, da gibt es zumindest eine gute Nachricht zum Schluss, wenn wir uns nämlich den morgigen Tag angucken, dann sehen wir eben da, dass wir zumindest durch jetzt eben diesen Niederschlag, durch die Abkühlung, die kommt, dass wir da zumindest bei diesen Hochgefahrenstufen, dass wir da einfach viel kleinere Bereiche haben. Natürlich trotzdem schwierig, auf so einem alten Munitionsplatz zu löschen, weil man einfach nicht rankommt. Aber für die anderen Gebiete wird es etwas weniger brenzlig. Leichte Besserung also in Sicht. Vielen Dank, Marie. In Erzen bei Hameln in Niedersachsen ist heute ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Mindestens ein Mensch wurde dabei getötet. Der Grund für den Absturz derzeit noch unklar. Die Absturzstelle befindet sich ganz in der Nähe eines Waldgebietes, in dem nach Angaben der Feuerwehr auch Brände ausgebrochen sind. Das internationale Hubschrauber-Ausbildungszentrum übrigens in Bückeburg ist etwa 30 Kilometer von dem Absturzort entfernt. 10 Jahre Haft drohen der deutschen Kapitänin der Sea-Watch 3 Carola-Rakete in Italien. Von Lampedusa ist die 31-Jährige bereits nach Sizilien gebracht worden. Dort entscheidet ein Ermittlungsrichter, wie es dann für sie weitergeht. Italiens Innenminister Salvini nennt sie eine Verbrecherin. In Deutschland dagegen, da ist die Solidarität mit der jungen Frau groß. Mehr als 1 Million Euro Spenden sind bereits zusammengekommen. Geld, mit dem sie ihre Verteidigung zahlen kann. Aber auch Politiker wie Bundespräsident Steinmeier setzen sich für ihre Freilassung ein. Ich hatte Angst, sagte Carola Rakete nur wenige Stunden nach ihrer Festnahme. Die Sea-Watch-Organisation verteidigt ihre Entscheidung, unerlaubt in den Hafen zu fahren. Was Carola Rakete gemacht hat, ist strikt dem internationalen Recht zu folgen. Sie hat Menschen aus Seenot gerettet und anschließend genau das gemacht, was das internationale Seerecht vorsieht, nämlich sie in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Dass sie dort gegen ein italienisches Gesetz verstoßen hat, liegt daran, dass dieses italienische Gesetz gegen internationales Recht verstößt. Mehrere Tage lang hatte die Deutsche auf eine politische Lösung für die 53 Menschen gewartet, die sie am 12. Juni vor der Küste Libyens gerettet hatte. Samstagmorgen gehen alle von Bord. Ohne Erlaubnis hatte die Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa festgemacht. Dafür drohen Carola Rakete nun mehrere Jahre Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl ausgestellt, einen weiteren zur Beschlagnahmung des Schiffes sowie eine Geldstrafe. Auch in Deutschland sorgt das für gespaltene Reaktionen. FDP-Politiker Giassarei hält die Festnahme für gerechtfertigt. Sie wird trotz edler Motive für diese illegale Aktion die Verantwortung übernehmen müssen. Während Bundespräsident Steinmeier die italienische Regierung kritisiert. Italien ist nicht irgendein Staat. Italien ist inmitten der Europäischen Union, ist Gründerstaat der Europäischen Union. Und deshalb dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem solchen Fall anders umgeht. Wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein. Nun soll durch einen Spendenaufruf genügend Geld für die Verteidigung der Kapitänin zusammenkommen. Über 500.000 Euro sind bislang für mögliche Gerichtskosten und die Lebensretter gesammelt worden. Die Aktion soll bis Ende Juni laufen. Aber wie teuer das Verfahren tatsächlich wird, das muss sich zeigen. Telefonisch zugeschaltet ist unsere Italien-Korrespondentin Bettina Gabbe. Bettina, in wenigen Minuten soll das Verhör beginnen, soll Frau Rakete dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, trotz der internationalen Kritik. Was hat die deutsche Kapitänin denn zu erwarten? Die Staatsanwaltschaft fordert insbesondere ein Verbot, dass sie sich nicht aufhalten darf im Agrigent und in den umliegenden Regionen. Und dazu gehört auch die Insel Lampedusa, auch wenn sie weit weg ist. Und sie fordert eine Verlängerung der Untersuchungshaft. Was ihr droht, sind insbesondere dann am Ende des Verfahrens, wenn es denn so durchgeführt werden sollte, eine 10-jährige Haftstrafe, weil sie sich Anordnungen eines Kriegsschiffs widersetzt hat und weil sie Widerstand gegen ein Kriegsschiff geleistet hat. Überdies ist sie ja in italienische Gewässer eingefahren ohne die nötige Genehmigung und dafür soll sie möglicherweise dann auch bis zu 50.000 Euro Strafe zahlen sollen. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, diese 10 Jahre Gefängnisstrafe, da ist ja auch die Empörung in Deutschland sehr, sehr groß. Das klingt für viele erstmal viel zu harsch. Wie wahrscheinlich ist es, dass es tatsächlich so weit auch kommt?
Das bleibt abzuwarten, denn die Gesetzeslage, die italienische, ist so, dass diese Strafe möglich ist. Aber der Hintergrund ist natürlich der Streit um den Umgang mit den Flüchtlingen. Da muss man allerdings sagen, dass Europa Salvini, dem italienischen Innenminister und stellvertretenden Regierungschef, tatsächlich auch ihn darin befördert hat, letztendlich diese Gesetzesverschärfung herbeizuführen, die eben zu dieser 50.000-Euro-Strafe geführt hat. Denn Italien fühlt sich seit langem von Europa alleingelassen. Natürlich müssen Menschen in Seenot gerettet werden. Das sieht ja das Seerecht vor. Aber das Seerecht sieht nicht vor, welchen Hafen diese Schiffe dann anlaufen müssen. Das heißt, nicht Italien alleine ist zuständig, sondern auch alle anderen Länder, in denen eben diese Menschen ankommen könnten. Und da ist ganz klar zu sagen, auch Frankreich, auch Spanien, auch Malta haben immer verweigert die Aufnahme dieser Flüchtlinge. Und damit hat Salvini ein leichtes zu sagen, nein, auch wir Italiener möchten nicht alle diese Flüchtlinge, die vor Libyen aufgegriffen werden, aufnehmen. Insofern bleibt abzuwarten, ob tatsächlich dann dieses Gerichtsverfahren eben mit dem politischen Druck anders ausgeht. Bettina, vielen Dank für deine Einschätzung. Gewaltsame Proteste gibt es zur Stunde immer noch in Hongkong zum 22. Jahrestag der Übergabe an China. Und den ganzen Tag über haben Aktivisten versucht, das Gebäude der Regionalregierung zu stürmen. Jetzt ist es ihnen gelungen. Sie sind eingedrungen in das Parlament in Hongkong. Sie rammten eine Tür aus Sicherheitsglas und schlugen mit Gegenständen darauf ein. Zehntausende blockierten das Regierungsviertel, um die Feierlichkeiten zur Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie zu stören. Die Polizei ist im Einsatz mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Demonstranten. Der Auslöser dieser Proteste war ja ein umstrittenes Gesetz, das Auslieferungen an China möglich machen sollte. Alles Neue bringt der Juli, könnte man sagen, in diesem Fall. Reimt sich nicht. Heute ist der 1. Juli und mit diesem 1. Juli, da treten so einige Änderungen in Kraft. Da sind ein paar gute dabei, Rentner und Eltern zum Beispiel, die kriegen mehr Geld. Gibt nicht nur Grund zur Freude, wer zum Beispiel noch gerne Briefe schreibt oder Postkarten oder das beruflich tun muss, der muss künftig ein bisschen mehr bezahlen. Achim Unser zeigt die ganzen Neuerungen. Für die Bürger ändert sich einiges ab Juli. Erfreulich für Eltern, das Kindergeld steigt. Pro Monat gibt es jetzt 10 Euro mehr pro Kind. Bei Geringverdienern steigt zudem der Kindergeldzuschlag um monatlich 15 Euro. Diesen Juli können Kinder also als positiv verbuchen. Wer Briefe verschickt, wird sich dagegen ärgern. Das Porto wird erhöht und die Post haut dabei ganz schön drauf. Der Standardbrief kostet jetzt 80 statt bislang 70 Cent. Auch bei den anderen Briefarten steigt das Porto. Das Porto der guten alten Postkarte verteuert sich sogar von 45 auf 60 Cent. Positiv wiederum ist, ab jetzt dürfen Menschen, die aufgrund einer Behinderung betreut werden, wählen gehen. Das war bislang nicht so. Außerdem bekommen die rund 21 Millionen Rentner ab Juli mehr Geld. Die Rente steigt. In Westdeutschland um 3,18% und wegen der Rentenernährung im Osten um 3,91%. Der Juli 2019 ist damit ein Monat, der überwiegend Spaß macht. Wie viel Spaß dieser Monat? Beginn der Börse macht Wirtschaft und Börse jetzt. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Neck Makler. Ihr Partner beim Immobilienverkauf. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank soll offenbar am 7. Juli den Weg für einen massiven Stellenabbau freimachen. Am kommenden Sonntag soll das Kontrollgremium den Umbauplan beschließen, sagten Insider dem Nachrichtendienst Reuters. Demnach sollen weltweit bis zu 20.000 Stellen wegfallen. Das wäre mehr als ein Fünftel der Belegschaft. Auch Veränderungen im Vorstand selbst werden erwartet. Hinter Investmentbanking-Chef Garth Ritchie steht schon länger ein Fragezeichen, ebenso wie hinter seiner Kollegin Sylvie Matera. Sie ist für Compliance zuständig. Es werde diskutiert, den Vorstand zu verkleinern, heißt es. Konzernchef Christian Sewing könnte im Vorstand dann auch die Verantwortung für die Investmentbank übernehmen. Da frage ich nach bei Franziska Schimpke von der Aktionär TV in Frankfurt. Das sind ja eine ganze Menge Neuigkeiten. Wie reagiert denn die Aktie der deutschen Börse darauf? Naja, mit diesen Maßnahmen möchte man Kosten senken, um eben die Gewinne deutlicher zu steigen. Die Bank zuletzt ja mit Großbaustellen immer mit negativen Nachrichten unterwegs. Und somit kommt das Ganze hier gut an, wenn Kosten gesenkt werden. Und das Papier legt mehr zu als der Gesamtmarkt, nämlich aktuell 1,7%. Der Deutsche Leitindex startet hervorragend in die neue Börsenwoche, aber auch in den neuen Börsenmonat, nämlich direkt mal mit Jahreshöchstständen im Verlauf über der 12.600-Punkte-Marke. Ja, dieses Niveau halten wir nicht ganz, sind aber
aber trotzdem sehr komfortabel mit 1,4% hier gerade unterwegs. Und es sind die Ergebnisse des G20-Gipfels, die hier richtig gut ankommen, dass im Handelskonflikt zwischen USA und China womöglich doch weiter eine Lösung zu erhoffen ist. Wirft man einen Blick auf die Top-Werte, ist vor allen Dingen Infineon ganz vorne mit dabei. Donald Trump hat überraschend ja die Blockade gegen Huawei aufgehoben. Der Halbleiterkonzern profitiert davon. Fresenius, Wirecard, ThyssenKrupp und FMC ansonsten unter den Top-Werten. Und auf der Verliererseite einzig und allein das Papier der Lufthansa 0,6% im Minus. Es gab einen negativen Analystenkommentar, aber auch der steigende Ölpreis bremst. Einmal ein klitzekleines Rot. Danke dir, Franziska, nach Frankfurt. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neck Makler. Ihr Partner beim Immobilienverkauf. Japan kehrt zum kommerziellen Walfang zurück. Bis Ende dieses Jahres sollen 227 Wale getötet werden. Das gab das Fischereiministerium bekannt. Es ist der Auftakt der ersten kommerziellen Jagd auf die Meeressäuger seit 31 Jahren. Die ersten Boote sind bereits in See gestochen. Zuvor war Japan aus der Internationalen Walfangkommission ausgetreten. Allerdings will sich Japan bei der Jagd, anders als früher, auf seine eigenen territorialen Gewässer beschränken. Damit noch zum Sport. Die deutschen Fußballjunioren sind nicht mehr Europameister. Der Titelverteidiger verlor das Finale der U21-EM in Udine mit 1:2 gegen Spanien. Die Tore für Spanien schossen Fabian Ruiz und Dani Olmo. Amiri erzielte den Treffer für Deutschland. Bisschen schade, gerade in der zweiten Halbzeit waren die Deutschen wieder ziemlich stark. Hat nicht gereicht. Wir sagen, weitere Nachrichten gibt es für Sie rund um die Uhr unter www.welt.de. Schauen Sie rein.